Ja, hallo meine Lieben und wieder herzlich willkommen zurück bei Disney Dreamlight Valley. Ja, wir befinden uns, oder ich befinde mich quasi gerade immer noch in der Urlaubsvorbereitung, damit auch während meiner Abwesenheit natürlich immer noch ein paar Folgen kommen. Und ja, deswegen produziere ich gerade wiederum fleißig vor. So, ich habe jetzt mal ein paar Tage wieder ein wenig offline gespielt, um ein paar Sachen zu erledigen, wie zum Beispiel das Event hier, den Sternenpfad der Disney Parks. Den habe ich noch mal ein kleines bisschen weitergemacht und ansonsten nur ein bisschen gesammelt und so weiter und so fort. Also jetzt nichts Großartiges. Was war denn das? Habt ihr das auch gesehen? Also ich glaube ja, ne? Also, na gut. Warum ist Donald immer noch in seiner normalen, in seinem normalen Outfit? Ich habe ihm doch das neue Outfit gekauft. So. Ach so. Ach, das hatte ich vergessen. Und er fällt gleich hin. So typisch Donald. Das hatte ich vergessen zu machen. Ach meine Güte. Stimmt ja. Wenn einer der Charaktere ein neues Outfit bekommt, dann erscheint er ja quasi wieder wie von neuem. Und ihr seht hier schon noch das neue, das was jetzt neu dazugekommen ist. Wir sind auf Ostereisuche. Genau, und ich habe natürlich auch schon fleißig Ostereier gepflückt und gesucht. Lustigerweise auch eingepflanzt, um wiederum eine dritte Farbe von bunten Ostereiern zu erhalten. Ja, das habe ich quasi das jetzt schon die ganze Zeit so immer über gemacht. Und mache ich natürlich jetzt immer noch. Denn man kann daraus sehr, sehr schöne dekorative Sachen basteln. Und darum geht es mir nämlich. So, aber das ist jetzt nämlich nicht die Hauptsache hier. Ich werde mir jetzt zuerst einmal Nala suchen. Sie mitnehmen, damit sie leveln kann. Um auf Level 7 zu kommen mit mir. Ach, da ist sie. Und die ist, glaube ich, jetzt muss ich gerade gucken. Ah, sie ist oben. Okay, sie ist auf dem Hauptplatz. Und natürlich mit allen, die jetzt gerade eine Quest offen haben, natürlich auch. Oh, wie süß! Das habe ich jetzt gerade noch gar nicht gesehen. Ach, wie schön die Luftballons aussehen. Hey, du! So, komm, lass uns abhängen, Nala. So, Level 7, genau. Da will ich drauf hinaus. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Diese wunderschönen. Also ich habe die mir erst vor kurzem gesammelt und hab nur so gesehen, ach Mensch, das sind ja lustige Luftballons, aber auch so auf diese Motiv-Luftballons hatte ich nicht so wirklich geachtet. Aber süß. So, alles klar. Okay. Was mir aufgefallen ist, das ist nicht verzeichnet, aber Wall-E hat auch eine neue Quest für uns. Da möchte ich mich doch gerne einmal um ihn zuerst kümmern. Hallo Wall-E. In voller Blüte. Häschen auf der Flucht. Beginne die wöchentliche Aufgabe, die tägliche Aufgabe. Was? Sowas gibt es jetzt? Ach so? Oh, soll ich dir beim Pflücken der Blumen helfen? Ach. Stelle Korb mit hübschen Blumen für Wall-E Wir sind her. hier nicht in Paris, aber ich kann damit arbeiten. Es gibt jetzt tägliche Quests. Ach du meine Güte, wie süß ist das denn? Oh, nein, süß. So, einmal ein Korb voller Blumen. So, den soll ich jetzt einmal unserem kleinen Roboterfreund geben. Der ist hier doch irgendwo. Wo ist er denn schon wieder? Ach, da oben. Ist er wieder abgehauen, der Kleine. So. Oh. Bitteschön.
Ich frage mich, was denn jetzt passiert. Hier bitte, Wally. Wally. Sprich mit Wally. Wally. Oh. Hier bitte, Wally. Ach, das ist nur so eine Art Produkt. Das ist nur so eine Art, stell Sachen her und du. Weiß ich jetzt nicht? Was? Huch. Und was ist jetzt hier mit dieser, wöchentlichen? Du willst, dass ich die Häschen fange, die auf dem Hauptplatz herumlaufen? Okay. Fang die Häschen ein, die auf dem Hauptplatz herumlaufen. Hasis! Also hier laufen doch normalerweise nur Dings herum, ne? Eichhörnchen. Keine Hasen. Ah, das ist jetzt so ähnlich wie, diese Quest, die wir mit Nala hatten. Wie viel sind denn das? 5 Stück, okay. Hey. Oh, oh. Ja, danke, Nala. Ich wollte das eigentlich. Es ist manchmal ein bisschen frickelig, wenn in der Nähe doch ein bisschen was anderes noch los ist. Nur auf dem Hauptplatz, ja? Okay, Eichhörnchen, Eichhörnchen. 2 Häschen fehlen uns noch. Wahrscheinlich wegen. Wenn Elsa hier ist, bin Ostern? Ich auch. Komm mal her, du Kleiner. So. Und ein Häschen fehlt noch. Ein Hase fehlt noch. Wo haben wir ihn denn? Den kleinen Racker. Mal gerade hier suchen. Hm? Ah, da, ich sehe es ja schon. Komm her. Du bist in meinem Restaurant immer willkommen. So, und jetzt bringe die entlaufenen Häschen zu Wally. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Da. Bitteschön. Häschen auf der Flucht. Hui! Ach nee. Ach nee, ich wollte doch nicht mit dir abhängen. Ich wollte mit Nala abhängen. Hallo. Meine Güte. So. Okay. Also das sind nur so eine, ich sag mal, Sammelquests. Okay. Haben das jetzt die anderen, also einige dann auch, oder? Wie soll ich das jetzt verstehen? Hm. Egal. Geheimnisse und Komplotte. Diese Notizzettel gefunden, ne? Den hatten wir gemeinsam, glaube ich, gefunden, wenn ich jetzt richtig gehe. Ach so, ach ja, richtig. Stimmt ja. Was? Ich habe die ganzen, Aliens gefunden. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo befindet sich denn hier Bas? Ist der denn jetzt schon wieder abgeblieben? In seinem Haus ist er nicht. Nö, da ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Wahrscheinlich habe ich ihn jetzt schon längst gesehen. Wenn ich mir die Videos nochmal anschaue, so im Nachgang, dann fällt mir immer auf so, mein Gott, wie blind bist du manchmal. Ach, jetzt sehe ich ihn. Und jetzt geht das... Ah, jetzt hat er wieder gehakelt. Aber ich habe den Trick langsam raus, was man machen muss, damit das aus der Karte wieder rausgeht. So. Was? Ich habe eine sehr wichtige Aufgabe für dich. Ja, und ich habe sie schon erfüllt. Du stehst gerade so mitten zwischen den ganzen Büchern. So, die ganzen Spielzeug-Aliens habe ich endlich gefunden. Gute Arbeit, Space Ranger. Du hast eine Menge Außerirdischer gerettet, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass da draußen noch mehr rumschwirren. Ich werde meine Aufklärungsmission fortsetzen und dir Bescheid sagen. In der Zwischenzeit möchte ich dich für deine gute Mitarbeit belohnen. Während ich nach den Außerirdischen Ausschau gehalten habe, habe ich ein Geschenk für dich zusammengestellt. Nennen wir es ein Versorgungspaket des Space Ranger. Ein paar Ressourcen, die du vielleicht nützlich findest.
Dankeschön. Keine Ursache, Jürchen. Was haben wir denn da? Ein Paket. Das hat Stil, mein Freund. Ich habe das Gefühl, dass es nochmal zu solchen Quests kommen wird. Was haben wir denn hier? Eisenbarren, Lehm und Hartholz. Ah! Hm. Okay, Lehm habe ich eigentlich schon zu Genüge, da es ja davon zuhauf auf der sonnigen Ebene gibt. Aber ich sag nicht nein zu den Eisenbarren und dem Hartholz auch nicht. Das finde ich schon ziemlich praktisch. So. Mal hier die ganzen Blumen nochmal wegräumen. Immer mal wieder aufräumen. So. Dann habe ich hier auch einmal eine rote Kiste hingepackt. Also eine mittlere rote Kiste, genau. Und diese dann auch selbst, also dementsprechend natürlich dann auch erstmal bepackt. So. Auch einmal ein bisschen jetzt sortiert. Das ist auch in Ordnung. Sehr, 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 sehr schön. Gut. Wem laufe ich denn gerade rum? Ach ja, mit der Schildkröte. Ich glaube, ich werde mal meinen Begleiter mal wieder wechseln. Ach Gott, nein. Nein, das ist jetzt noch nicht wahr, ne? Jetzt hat das Spiel wirklich die Hufe hochgerissen. Ich muss kurz pausieren. Ich bin gleich wieder da. So, da wären wir wieder. War ja nur ein Wimpernschlag für euch. Für mich nur ein paar Sekunden. Ja, wenn das Spiel nämlich so aussieht wie eben gerade, dann kann ich auch überhaupt gar nichts mehr tun. Dann ist das, dann muss ich das Spiel neu starten und dann komme ich da auch nicht mehr drum herum. Nein, ich wollte ja eigentlich hier rein zu meinen Begleitern und die jetzt einfach mal mitnehmen. Ihr seht gerade, ich habe noch keinen Raben und auch noch kein Krokodil gefunden oder auch gefangen. Gefangen, was heißt gefangen? Einsammeln können als meinen Freund. Und ich glaube, das mache ich jetzt hier auch nochmal. Das wird, glaube ich, die erste Folge so eine tägliche Quest und nochmal ein kleiner Annäherungsversuch an ein Krokodil und einen Raben. So, nehme ich erstmal wieder einen Hummer mit. Ich hoffe, dass ich auch einen passenden Begleiter finden kann, den ich jetzt schon mal gefüttert habe, damit das leichter für mich wird. Ich werde mal schauen. So. Ab in den Sumpf. Jetzt muss ich mich gerade mal kurz umgucken, wo sich denn hier ein kleines Krokodil befindet. Achso, und hier ist ein einzelnes Ei. Die liegen überall herum. Und mit denen und mit diesen rosa Eiern kann man dann ein Samenpaket herstellen und die dann einpflanzen. Und dann bekommt man gelbe Eier. Verrückt, aber hey. So, du kleines Krokodil, habe ich mich schon dir angenähert? Ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung, aber ich werde es versuchen. Ich werde es ganz vorsichtig versuchen, du kleines, süßes Ding. Ich habe mich mit dir schon mal angenähert. Und ja, ich weiß, es gibt nicht jeden Tag alle Tiere auf den Biomen. Jeden Tag oder zu jeder Uhrzeit auch unterschiedliche. So, Kleiner. Oh nein, jetzt habe ich den Hummer vergessen. Bleibst du da? Ich bin gleich da. Ich muss nur schnell einen Hummer für dich fangen. Jetzt muss ich gerade gucken. Verdammt. Nein. Verdammt. Ich dachte, ich hätte gerade ein Dings mitgenommen. Ich hoffe, dass das jetzt noch funktioniert. Ah, ein Oktopus. Nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich brauche einmal goldene Funken. Goldene Bläschen. Das sind hier gerade gar nicht, ne? Dann laufe ich doch mal ganz schnell rüber zu Vajanas Boot und suche dort mal schnell nach einem Hummer. Vielleicht hat sie ja welche.
Musik.